Digga. Ja, ich weiß, das Auto ist komplett dreckig. Aber ich habe, stimmt, warte mal, wir werden uns diesen Winter in den nächsten Monaten nicht auf das Exterieur vom Fahrzeug konzentrieren, sondern auf das Interieur. Heißt, wir werden uns den Innenraum komplett optimieren. So wie es momentan aussieht, ist es schick, klar, keine Frage. Aber es gibt auf jeden Fall ein, zwei Punkte, wo ich mir denke, okay, das könnte man eventuell noch optimieren, falls es möglich ist. Heißt, wir fangen heute auch schon damit an. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, was andere Leute gemacht haben und mich so ein bisschen orientiert, okay, was gibt es überhaupt noch für Möglichkeiten? Man kann natürlich jetzt hier die Sitze komplett ausbauen und neue Sitze reinbauen. Heißt dementsprechend auch die Türpappen natürlich. Türpappen komplett raus, beziehungsweise halt die Strukturierung und auch die Farbe mir nicht gefallen. Viel lieber hätte ich es. Ein knallrotes Interieur, das sieht so geil aus bei dem F30-Modell. Plus ein M-Lenkrad. Bro, perfektes Innenraum. Wirklich ein perfekter Innenraum. Aber das wäre für den Anfang zu viel an Aufwand. Wenn einer von euch eine rote Leder-Innenausstattung verkauft für den F30, heißt Sitze, Rücksitzbank und die Türpappen mit Memory-Sitzen, natürlich elektrisch verstellbar, könnt ihr mir gerne schreiben. Weil, wenn ich die Möglichkeit bekomme, werde ich das auf jeden Fall machen, weil das sieht um Welten besser aus. Heute aber geht es um zwei Sachen, die wir verändern werden. Und zwar einmal wird die Stelle ausgebaut und in einer bestimmten Farbe foliert, wie auch die und die Stelle. Also die Chromstellen werden hier ausgebaut und in Carbon foliert. Und zwar wie hier. Ich meine, wenn wir das ebenfalls in Carbon folieren, anstatt das Chrom zu lassen, würde es zum Innenraum mehr passen und der Innenraum wäre, glaube ich, stimmiger. So, wir hätten jetzt hier einmal alles platziert, was wir zum Folieren brauchen. Und zwar, wie gesagt, folieren wir mal das Teil hier. Wird in Hochglanz Carbon foliert. Ich glaube, das ist die 5D-Folie. Das Teil bin ich mir unsicher. Ich habe überlegt, wenn wir schon das Teil folieren, was dann halt im Nachhinein so drauf kommt, können wir eventuell ja das Teil auch direkt in mattem Carbon mit folieren. Ich weiß nicht, ob das geil aussieht. Das wird geil aussehen. Okay, das wird gemacht. Heißt, wir werden das hier im Hochglanz Carbon folieren, das in mattem Carbon und das wieder im Hochglanz Carbon. Das ist halt das Teil, womit man die Lichteinheit bedient. Und genau, das wird auf jeden Fall gemacht. Und das ist das andere Bauteil. Oder das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Bisschen staubig, aber beides zusammen. Abo. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in die Karre, das einbauen. So sieht das Ganze jetzt gerade aus, im ausgebauten Zustand. Hier können wir das eigentlich sauber machen, aber dann fällt das wahrscheinlich hier runter. Und ob das dann Störung verursacht, weiß ich nicht. Heißt, ich würde sagen, wir machen das Teil zuerst, weil das wird auf jeden Fall geil. Da bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Das hatte ich dran gemacht, indem ich das Teil hier einfach hier reingedrückt habe. Hier sind zwei Clips oben, die müsst ihr von hier unten aus reindrücken. Am besten die Tür auf dafür. So, von unten einrasten lassen. So. Und hier oben sind zwei Clips, die müsst ihr runterrücken, das dann so reindrücken. Bisschen Wumms. So. Oh nein. Bisschen reindrücken mit dem Nagel. So, weg ist es. Die Folie ist hier kurz abgegangen beim dran machen, aber so sieht's aus. Dann kommt natürlich nur das Teil hier wieder drauf. Das ist auch geklipst. Heißt, wir müssen erstmal den von unten aus reindrücken. Bruder, ich sag euch, wie es ist. Das ist sehr geil geworden. Sehr geil. Von außen anschauen. Allein beim Einsteigen. Maximal geil. Jetzt kommen wir zu dem Teil, worüber ich mich am meisten freue, weil Glanzcarbon und mattes Carbon, das passt einfach extrem. Das müssen wir einfach hier drauf tun. Und dann ebenfalls hier einmal reindrücken. So. Und fertig wär's. Bruder. Ich muss sagen, das sieht sehr geil aus. Junge, das ändert das so krank. Das Teil muss auf jeden Fall auch geändert werden. Hier muss ich schauen, wie ich das hier abbekomme. Wenn einer von euch weiß, wie man die Teile hier abbekommt, dann schreibt es mir gerne unten rein. Ich sehe nur noch Carbon im Innenraum, Digga. Hier, da oben Carbon, hier unten Carbon, hier am Lenkrad Carbon. Wenn ihr Ideen habt, wie gesagt, gerne unten rein. Ich bin so ein Bastard. Ich habe vergessen, den Stromanschluss mit anzuschließen. Ich mache das mir eben.